Hallo miteinander, ich bin der Julian, ich bin Sportwissenschaftler und Bewegungsspezialist. Wir haben heute Workout Teil 5. Sind schon gespannt, also wenn die erst jetzt dazugekommen sind, ganz zu Teil 1, das ist ganz, ganz wichtig, da erkläre ich die Basics, das ist alles aufbauend. Und darum fangen wir jetzt so schon an. Wir machen weiter, dort wo wir am letzten Workout aufgehört haben. Und zwar wieder unsere erste Übung, der Unterarmstütz, schon folgendermaßen aufgestellt. Beziehungsweise im letzten Video waren wir auch im Unterarmstütz. Wir haben den Ellbogen schön unter der Schulter, Blickrichtung ist Richtung Boden, wir machen einen Jackson, Bauchmuskulatur ist fest, ganz wichtig. Aus dieser Position drücken wir uns dann nach oben, die Beine sind durchgestreckt, halten in dieser Position. Im letzten Video haben wir uns mit der rechten Hand nach oben gedrückt, dann ist die linke Hand nachgekommen, dann waren wir in der Liegestützposition, dann sind wir mit der rechten Hand wieder nach unten gegangen und dann mit der linken Hand. Die Körpermitte ist fest, okay? Wir hängen nicht durch, Po, Wacken sind zusammen, der Körper ist in einer Linie. Okay, heute machen wir so weiter, wir heben den Fuß ab, stabilisieren die ganze Kette und versuchen den langsam stabilisierend den Fuß zum Boden bringen und wieder nach oben. Okay? Dann der andere Fuß weg, ohne zum Durchhängen. Körpermitte stabil, Fuß versuchen langsam zum Ablegen. Und wieder nach oben drücken. Langsame Rumpfrotation, ganz wichtig, Bauchmuskulatur ist fest, wir hängen da nicht durch, Po-Backen sind immer angespannt. Gell? Schwierige Übung, jetzt sind wir schon sehr fortgeschritten, voll anspannen, Fuß weg, langsam Richtung Boden schieben und wieder nach oben. Ganz, ganz wichtig bei der Übung, ja, nicht durchhängen, sonst geht es auf den Rücken. Immer voll die Bauchmitte, die Körpermitte anspannen. Okay? Das machen wir auf beiden Seiten so oft wie es geht, solange wir die Spannung heben können. Mit einer Pause, 2 bis 2 Minuten dazwischen, das Ganze dreimal. Die zweite Übung ist auch immer noch die gleiche, der Seitstütz, mit schon folgendermaßen aus. Wir drücken uns hoch, Ellbogen ist schon unter der Schulter, Körper ist eine Linie, Po-Backen drücken Vollgas zusammen, Handfläche ab Richtung Boden. Drücken uns da so hoch wie möglich. Jetzt abschaffen, obwohl die Seite die Bauchmuskulatur. Die Hand bringen wir wieder zum Ohr. Im letzten Video haben wir den Fuß weg da und wieder nach unten. Und wir schauen, dass wir da immer schön gerade in Linie haben. Dann schaffen wir da noch die seitliche Gesäßmuskulatur mit. Okay? Jetzt gehen wir hoch, stabilisieren kurz eine Sekunde, spannen Bauchmuskel voll an, ziehen her und strecken wieder aus. Richten unser Becken schön aus, drücken uns durch. Bringen uns nach oben, spannen die Bauchmuskulatur voll an und setzen wieder ab. Okay, Übung Nummer 2, Seitstütz. Das Ganze versuchen wir langsam zum Starten. Fangen wir mal mit einer Wiederholung an. Machen eine kurze Pause, machen eine zweite Wiederholung. Dann machen wir einen Seitenwechsel. Und so steigern wir das Ganze. 3 Sätze, ist gar nicht so einfach wie sonst schon. Letzte Übung. Für unsere 3. ist die Brücke. Wir haben eine Handfläche Abstand zwischen Fersen und Gesäß. Wir versuchen die Handfläche nach unten zu drücken, damit die Schulterblätter nach unten wandern, also eine Retraktion von der Schulterblätter. Dann drücken wir Brust raus, drücken unsere Hände voll im Boden rein, fixieren die Schulterblätter in dieser Position. Dann ist unsere Halswirbelsäule schön gerade, die überlappt den nicht. Und aus dieser Position drücken wir uns nach oben, spannen unser Gesäß Vollgas an. Das ist immer angespannt, bei allen 3 Übungen, Bauchmuskulatur ziehen wir leicht ein, dann ist alles schön fixiert, die Fußflächen drücken wir Richtung Boden, haben wir da eine schöne Linie, okay? Bis jetzt haben wir bei jeder Übung immer die Handflächen am Boden gehabt. Wichtig ist, wir fixieren unsere Schulterblätter, jetzt kommen die Hände in die Luft. Durch das haben wir mehr, müssen wir mehr ausgleichen mit unserem Rumpf, also mit der Körpermitte, und jetzt versuchen wir weitergehend, Unfuß abheben und stabilisieren. Okay, next step. Unfuß weg und stabilisieren. Genau. Das Ganze heben wir dann immer, wenn der Fuß wegkommt. Ungefähr 2 Sekunden. Machen jede Seite 5 Mal. Ich wünsche euch viel Spaß. Ihr findet mich auf Instagram unter JuckedHealth. Und ich freue mich über euer Feedback und sind gespannt auf Workout 6.